du hast ja auch die Frage nach dem Austromarxismus gestellt. Und da hat ja der Werner auch schon einiges dazu gesagt oder es berührt, nämlich er hat ein bisschen die Unterschiede zu Österreich und Deutschland geschildert. Ja, und da gehört natürlich dazu, dass die österreichische Sozialdemokratie auch aufgrund dieser legendären Figuren, also Adler, der bis zuletzt quasi an der Spitze stand und rundherum die nächste Generation, auch Friedrich Adler, den wir nicht vergessen sollen, als Heroen gewissermaßen der Linken, auch aufgrund des Attentats auf den Ministerpräsidenten Stürck, die Sozialdemokratie in Österreich es geschafft hat, diese Einheit der Partei aufrechtzuerhalten. Aber ich glaube, dass das alles das, und diese Parolen und die Slogans ist nicht der einzige Grund. Der Grund war auch die Geschichte des Erfolgs dieser Partei, die Größe und Stärke dieser Partei und auch noch das Spaltungstrauma der 80er Jahre. Ja? Also niemand in Also diese Menschen in dieser Bewegung konnten unterschiedliche Meinungen haben, aber in einem waren sie sich einig, nie wieder Spaltung. Ja, nie wieder Spaltung, weil sie die Spaltung der 80er Jahre alle noch in den Knochen hatten. Und das ist ein wesentliches Element der Geschichte der österreichischen Sozialdemokratie am Beginn dieser Periode, über die wir da jetzt reden, nämlich über die Erste Republik, Rotes Wien und Austromarxismus. Ja. Der Austromarxismus, du hast es bezeichnet als ein bisschen sozusagen operieren mit radikalen Phrasen und gleichzeitig aber quasi die Menschen innerhalb der Spuren des demokratischen Parlamentarismus zu halten. Das ist sicherlich richtig. Auf der anderen Seite ist es damit nicht erschöpfend, glaube ich. Der Austromarxismus ist natürlich keine revolutionäre Ideologie-Theorie gewesen, ja, ohne Zweifel nicht. Also es war sozusagen die evolutionäre Theorie des sukzessiven, langsamen Übergangs vom Kapitalismus in den Sozialismus. Heute würde man sagen, es war die erste wirklich ausformulierte Transformationstheorie. Ja? Also wenn man Transformationstheorie sagen würde, sagen wir alle heutzutage großartig Transformationstheorie. Das war die erste und es war auch die erfolgreichste. Eben deswegen, weil sie die Einheit der Linken gehalten hat. Ja, also ich finde ja immer interessant den Vergleich mit Deutschland, wo eine relativ schwächere, sehr viel schwächere Sozialdemokratie die Demokratie da aufgebaut hat, diese Weimarer Demokratie, gemeinsam mit ein paar versprengten bürgerlichen Zentrumsparteien. Und unter einem massiven Druck der radikalen Rechten war, und des Militarismus und all diesen Dings, aber sofort unter einem massiven Druck auch der radikalen Linken und in der diesen doppelten Belagerungszustand überhaupt nichts angebracht hat. Ja? Also sozusagen verglichen mit den Erfolgen der österreichischen Sozialdemokratie ist die deutsche SPD-Geschichte dieser Zeit eine jammervolle Geschichte, aber was hätten sie denn da zusammenbringen können, wenn es sozusagen quasi Ebert und Co. Quasi Schulter an Schulter stehen und nur aufpassen müssen, dass nicht von links und rechts abgeknallt werden. Ja? Während es in Österreich eine andere Geschichte war, da hat der Austromarxismus sich als mächtig und mächtiger werdend auch imaginiert. Das hat dann dazu geführt, dass man auch mehr Selbstbewusstsein hatte und im Roten Wien exemplarisch vorgeführt hat, was man erreichen will. Ja? Also sozusagen diese Art Insel des Sozialismus innerhalb der kapitalistischen Welt hergestellt hat, mit allem, was wir heute noch hier haben. Ja? Gemeindebauten, ich komme gerade aus dem städtischen Strandbad, Alte Donau, Arbeiterstrandbad, also diese ganze proletarische Gegenkultur, diese Gleichheitskultur, diese Stadt auch hatte. Das wäre ohne dem, was ich da jetzt geschildert habe, also sozusagen einerseits eine Ideologie der Evolution, andererseits die Einheit der Partei, dass man sozusagen diese Stärke hat und dieses Selbstbewusstsein ja gar nicht möglich gewesen. Die Fantasie, die man gehabt hat, ist, dass man bei den nächsten Wahlen 50% erreicht und dann hat man gewonnen. Was natürlich auch beim Austromarxismus dazugehört und insbesondere bei Otto Bauer, dass man eigentlich dauernd irgendwelche politischen Dinge haben wollte, aber wenn man Marxisten war, hat man unbedingt eine Theorie dazu braucht. Ja? Und das heißt, der Otto Bauer hat schon sehr instrumentelle theoretische Texte geschrieben, die sozusagen oft so ein bisschen überhochmetzt waren und das Ergebnis war, aus allem folgt, dass es besser ist, abzuwarten. Aus allem folgt, dass es besser ist, jetzt mal nichts zu tun. Ja? Und nichts zu riskieren und nicht so radikal zu sein und keine Risiken einzugehen. Ja. Was an manchen Stellen richtig ist, an manchen vielleicht auch nicht. Also sozusagen eine
natürlich war dieser Aufstand viel zu spät und da war völlig klar, dass der keine Chance hat. Die Frage ist ja eher, hätte vorher etwas vielleicht nicht Militärisches, sondern ein Generalstreik oder sonst irgendwas eine Chance gehabt. Ja.